Du möchtest richtig Steuern sparen und zwar auch mit den Geschenken, die du machst. Am besten natürlich auch die Geschenke, die du der Oma gibst. Wenn du das jetzt wissen willst, wie das funktioniert und ob das überhaupt geht, dann musst du jetzt dranbleiben in diesem Video. Hallo Thorsten, Montag ist mein Name vom Gründerlexikon, wie immer. Wenn dir das Video gefällt und du mich unterstützen möchtest, auch diesen Kanal, gib mir einfach hier einen Daumen hoch. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere den Kanal und dann können wir auch schon durchstarten. Im Übrigen, das ist keine Steuerberatung, sondern das ist ein Weiterbildungsvideo. Ganz klar, fangen wir mal an. Geschenke. Wir wollen die also absetzen und wir haben auch ab und zu mal Geschenke. Es gibt erstmal unterschiedliche Arten. Damit fangen wir an. Es gibt natürlich die Geschenke an die Mitarbeiter und es gibt die Geschenke an die anderen Unternehmer, zum Beispiel meine Kunden oder meine Lieferanten und so weiter. Dann kann man natürlich noch unterscheiden in die abzugsfähigen Geschenke und in die nicht abzugsfähigen Geschenke. Warum? Na klar, die einen sind abzugsfähig, die anderen nicht. Wie es genau funktioniert, kommt sofort. Die abzugsfähigen beginnen wir damit mal. Das sind zum Beispiel so Blumen, ne? Wenn ich jetzt Blumen verschenke, bitte nicht die zur Beerdigung, die funktionieren nämlich nicht. Der Gesetzgeber hat da natürlich einiges geregelt und da gibt es auch 1025 Urteile zu dem Thema. Also Blumen, außer die zur Beerdigung. Und dann gibt es noch Eintrittskarten, die sind auch abzugsfähig. Wenn ich also so Kinokarten, Theater, Kabarett oder sowas, dann passt das auch. Auch alle anderen Sach- und Geldgeschenke, die keine Gegenleistung, ja, innehaben. Klar, sonst wäre es ja kein Geschenk, wenn ich eine Gegenleistung erwarten würde. Ja, machen ja manche. Gucken wir uns mal die nicht abzugsfähigen Geschenke an. Das sind eben genau die, die keine Geschenke sind, beziehungsweise ja, wo der Gesetzgeber das halt festgelegt hat. Ich nenne mal ein paar, dass man sich vorstellen kann. Das sind also Rabatte oder Gutschriften, Coupons. Also da, wo ich früher mal was gekauft habe und dann verschenke, oder da hat mein Kunde mal was gekauft und dann verschenke ich einfach noch mal einen Rabattgutschein, ist natürlich kein echtes Geschenk. So eine kleine Mogelpackung, deswegen ist es auch kein Geschenk im steuerlichen Sinne. Dann haben wir noch die Sponsoring-Beiträge oder auch Trinkgelder und sowas alles. Da ist es kein Geschenk, weil ja eine Gegenleistung im Prinzip vorhanden ist und deswegen wird es ausgeklammert. Was haben wir noch? Gewinne und Gewinnspiele und solche Dinge mehr. Das ist auch nicht unterm Geschenk zu fassen. Aber auch was ganz wichtig ist: Werbeprämien, Werbeartikel und Warenproben. Na, das sind auch keine Geschenke, weil da ja in der Regel immer das Firmenlogo von mir drauf ist. Und wenn ich jetzt jemandem das schenke und sage, hier hast einen Kugelschreiber, schenke ich dir, steht aber ganz dick fett Gründerlexikon drauf, dann will ich dem ja vielleicht das nicht schenken, weil ich ihn mag und weil ich ihm ein Geschenk machen will, sondern weil ich ihn als neuen Kunden gewinnen will, in Anführungsstrichen. Könnte man auch im Prinzip um die Ecke denken und sagen, wenn ich da Werbung drauf drucke, dann habe ich keine Probleme mit Geschenken und mit der ganzen Absetzerei nicht, sondern dann ist es von vornherein Werbung und ich kann es direkt als Betriebsausgabe absetzen. Jetzt könnte man überlegen, sollte man auf seine ganzen Geschenke sein Logo drauf drucken? Das weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich würde an der Stelle einfach meinen Steuerberater fragen, wie man da einen findet und was man da darauf achten muss. Einfach in der Videobeschreibung gucken, habe ich schon mal ein schönes Video dazu gemacht. Ja, eben also aufpassen bei Werbegeschenken, weil da der Firmenname drauf gedruckt ist und ich eigentlich da nur Neukunden gewinnen will. Jetzt gucken wir uns mal an, was gibt es denn da für Höchstgrenzen? Achtung, jetzt wird es wichtig. Und zwar gibt es die Höchstgrenze vom Unternehmer zum Unternehmer. Ich bin also Unternehmer und schenke meinem Kunden oder meinem Geschäftspartner etwas, ja, aus irgendeinem Anlass, ne? Da haben wir 35 Euro und das ist eine sogenannte Freigrenze. Was bedeutet das? Erkläre ich sofort. Diese Grenze gilt inklusive Umsatzsteuer und sie gilt pro Person und pro Jahr. Also die beiden Dinge ganz wichtig dabei beachten, denn das muss man einmal im Jahr dann prüfen. Wenn ich also den Müller als Kunden habe, wie viele Geschenke habe ich dem im ganzen Jahr über, ja, überreicht? Insgesamt also aufsummieren und komme ich jetzt einen einzigen Cent nur über diese 35 Euro, dann war es das mit meiner steuerlichen Absetzbarkeit. Dann ist es nämlich nicht mehr absetzbar und tatsächlich, da reicht eben genau dieser Cent, denn das ist eine freie Grenze und das muss man unterscheiden von dem sogenannten Freibetrag. Also ganz wichtig, bitte nicht überschreiten, auch nicht nur einen Cent, denn dann ist es nicht mehr absetzbar. Wie das dann genau funktioniert, komme ich gleich dazu. Gibt es übrigens auch einen schönen Artikel im Gründerlexikon, wo es nochmal nachlesbar ist. Im Übrigen, Geschenke sind selbstverständlich
in der Nachweispflicht. Man muss also auch Belege dazu haben und man muss auch eine Dokumentation dazu haben. Und wenn ich es buche, muss ich das auch dementsprechend auf Konten buchen, um das auch später mal beim Finanzamt nachweisen zu können, was ich da genau gemacht habe. Geschenke kann man aber pauschal versteuern. Wozu ist denn das jetzt gut? Naja, der Gesetzgeber hat gesagt, wenn ein Geschäftspartner dem anderen einen Geschäftspartner ein Geschenk macht, dann muss der Schenkende entweder es pauschal versteuern mit 30% oder der Empfänger muss es als Betriebseinnahme erfassen, wenn es nicht pauschal versteuert wird. Das ist also quasi so eine kleine Mogelpackung. Ich verschenke was und nachher muss mein Geschäftspartner ja Steuern drauf zahlen. Wenn ich ihn also ärgern will, schenke ich ihm irgendwas Schönes und dann zahlt er Steuern da drauf. Ja, das ist ja blöd. Das macht man ja nicht. Also, Geschenk wäre dann eine Betriebseinnahme. Das kann ich natürlich verhindern, indem ich vorher als Schenkender sage, nein, ich versteuere das pauschal mit 30%. Nicht vergessen, da kommt die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag noch dazu. Und dann sage ich meinem Geschäftspartner, hey, hallo Müller hier, ich habe dir jetzt gerade was geschenkt, guck dir das mal an, sieht gut aus. Ich habe es aber auch schon pauschal versteuert, brauchst also keine Angst zu haben. Das muss ich ihm natürlich sagen, ansonsten weiß er es ja nicht. Und dann funktioniert der Spaß nicht. Ja. Wenn es also eine Betriebseinnahme wäre, ich hätte es also nicht pauschal versteuert, dann müsste der Beschenkte das Ganze als Betriebseinnahme erfassen und entnimmt es sich später dann als Privatentnahme. Übrigens, da habe ich auch schon mal ein schönes Video drüber gedreht, über Privatentnahmen, was man dazu wissen muss. Und dann würde das auch seinen geregelten Gang gehen, ist natürlich etwas unschön. Andernfalls passiert das nicht. Wie kann ich es vermeiden? Natürlich pauschal 30%, sagte ich ja schon, Solli und Kirchensteuer nicht vergessen. Und dann darf ich auch als Schenkender die Steuer, diese 30% als Betriebsausgabe absetzen und eben nicht nur das Geschenk, sondern auch die pauschale Steuer dazu. Jetzt sollten wir das Ganze nochmal abgrenzen. Ja, wieso abgrenzen? Wenn ich jetzt was verschenke, ist es dann immer ein Geschenk? Oder was ist zum Beispiel mit der Tasse Tee oder der Tasse Kaffee im Büro bei einer Geschäftsbesprechung? Genau das muss man unterscheiden, denn das sind keine Geschenke. Wenn ich also eine kleine Besprechung mache und reiche da Gebäck und Tee und vielleicht auch ein Gläschen Sekt, dann sind das sogenannte Aufmerksamkeiten und dann ist das kein Geschenk und dann brauche ich das auch nicht so verwenden und absetzen und dann kann ich es direkt absetzen und dann passt das auch. Also so quasi so die Geste der Höflichkeit und ein Kunde wird eingeladen und da stößt man an auf so einen kleinen neuen Vertrag oder sowas. Ne? Da muss man also das nicht direkt dann noch besteuern. Man darf es aber auch nicht übertreiben und darf dann so eine ganze Kiste Sekt dahin knallen, na? Und dann so, jetzt trinken wir erstmal auf den neuen Vertrag und dann sind wir Hacke blau oder so. Also das geht dann nicht, das ist dann eine Übertreibung und dann wird es natürlich plötzlich zu einer Bewirtung, ne? Und da muss man auch aufpassen, Bewirtungen werden wieder ganz anders behandelt als die Geschenke und auch als die Aufmerksamkeiten. Geschenke an Mitarbeiter, kommen wir mal dazu. Die gibt es auch und da gibt es 44 Euro pro Monat und pro Mitarbeiter als steuerfreier Betrag und dann brauche ich als Unternehmer dann auch keine Lohnsteuern und keine Sozialversicherungsbeiträge auf dieses Geschenk zahlen. Also da bitte drauf achten. Da gibt es auch noch etliche Urteile und so ein paar Steuersonderfälle. Einfach mal mit dem Steuerberater darüber reden, was man da so noch absetzen und machen kann, um das Ganze ein bisschen zu gestalten. Dann muss man noch beachten, bei besonderen Anlässen, zum Beispiel Geburt eines Kindes oder Geburtstag und so weiter, da darf man dem Mitarbeiter 60 Euro zugutekommen. Weihnachten zählt da leider nicht mit dazu, das zählt nicht als besonderer Anlass, von dem her ist das raus. Der Mitarbeiter darf aber auch diese sogenannten Aufmerksamkeiten, ebenso die Tasse Tee und Gebäck da mal nebenbei vom Tischchen klauen und mal was in den Mund stecken, das ist kein Problem, wie bei den Geschäftspartnern auch. Jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen und da hole ich mal wieder meinen schlauen Laptop raus und dann zeichne ich euch da mal so ein paar Dinge auf. Alles, was eben positiv ist, das zeichnen wir mal grün. Da gibt es also erstmal so eine Grenze 10 Euro. Ne? Alles, was billiger ist als 10 Euro, ist direkt Betriebsausgabe. Da braucht man also nichts extra versteuern oder irgendwas machen. Das ist also schon mal sehr interessant. Dann haben wir die Mitarbeiter. Da kürze ich mal ab. Mit MA 44 Euro, na, beziehungsweise die 60 Euro bei besonderen Anlässen, gibt es auch kein Problem, alles tipptopp. Und wir haben die Geschenke so bis maximal 35 Euro an die Geschäftspartner.
Da ist auch alles in Ordnung. Wenn ich es pauschal versteuere mit 30%, dann ist das okay. Mache ich das aber nicht, dann, das zeichne ich jetzt mal rot, wenn ich also das nicht mache, dann muss ich automatisch, muss der Kunde, dem ich was schenke, das Geschenk als Betriebseinnahme erfassen. Das ist dann unschön, hatte ich gerade erklärt, wie das läuft. Also pauschal versteuern ist sinnvoller. Wenn ich über 35 Euro etwas verschenke, dann kann ich machen, was ich will, ist das Ganze privat. Ich kann es also nicht steuerlich absetzen oder irgendwie was da angeben, dann ist das direkt raus und zwar schon mit einem Cent drüber, hatten wir auch schon erwähnt. Auch bitte aufpassen bei Gutscheinen oder bei Rabatten oder Trinkgeldern. Das ist alles gefährlich, da kann man dann in Teufels Küche kommen, vielleicht bei einer, spätestens dann bei einer Betriebsprüfung. Also sowas nicht nehmen als Geschenk. Ja, das war's schon. Relativ kurz und bündig eine kleine Zusammenfassung, was man da beachten muss. Wenn ihr also was verschenkt, dann passt bitte auf, was ihr da verschenkt und wem ihr was schenkt und welche Größenordnung das Ganze habt. Ob es sich wirklich lohnt oder ob man drauf verzichten sollte und einfach ja, das von vornherein aus der Buchführung rauslassen soll, weil man einfach mehr Arbeit als Nutzen davon hat. Also bitte vorher überlegen, ob der Aufwand sich da wirklich lohnt und wie häufig das vor allem passiert und wie viele Geschäftspartner und Kunden man da hat und wie viel man da regelmäßig denen zugutekommen lassen möchte. An Zweifelsfall lieber weglassen oder einfach mal mit dem Steuerberater sprechen. Ja. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann gebt mir doch nochmal einen Daumen hoch auf das Video oder schreibt mir zumindest mal in die Kommentare rein, wie ihr eure Geschenke absetzt. Lasst ihr sie von vornherein draußen, so wie ich es gerade gesagt habe, so als Sicherheit, oder nehmt ihr wirklich alles mit rein? Im Übrigen, man muss auch alles ordentlich dokumentieren. Da muss also auch der Name drauf des Beschenkten auf diesen Beleg und wir brauchen auch noch einen Anlass. Ja, letzten Endes auch einen vernünftigen Wert und einen vernünftigen Bon. Aber das denke ich, das ist selbstverständlich, dass man sich das nicht aus der Luft heraussaugt. Also alles nochmal zusammengefasst in der Videobeschreibung, meine ganzen Videos und Artikel dazu. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Video, schaut euch das jetzt in der Beschreibung einfach mal ganz in Ruhe an und vor allem guckt euch das nächste Video an. Ich habe euch da ein bisschen was verlinkt. Also bis gleich im nächsten Video, euer Thorsten vom Gründerlexikon.